ich mal. So, meine Lieben, herzlich willkommen im, ja, am dritten Tag von Let's Code Minecraft. Es ist schön, euch auch heute wieder hier begrüßen zu dürfen bei unserem netten Workshop-Experiment. Wir haben, ja, eine ganze Menge Zeug gemacht. Ich glaube, die Videos, die wir angeschaut haben, die letzte Nacht, gestern Abend, heute Morgen, wann immer ihr das gemacht habt, die hatten es wahrscheinlich ordentlich in sich, schätze ich. Da ging es ja dann schon ums erste Mal Computer verwenden in der Minecraft-Welt. Also sicher nicht ganz ohne, so richtig mit Tippen und Programme schreiben. Ich denke, das war ein großer Schritt nach vorne. Also für alle, die gezweifelt haben, dass wir hier richtig coden, denen habe ich es gezeigt gestern. Da haben wir ein paar Videos angeschaut. Wie üblich würde ich gerne zu Beginn euch wieder persönlich begrüßen auf unserem Minecraft-Server. Das ist dann letscode.minecraftserver.de. Die entsprechenden Links und URL und wie alles funktioniert, findet ihr wie immer auf unserem Blogartikel. Auch da, der wird hier regelmäßig aktualisiert. Habt ihr schon gemerkt, da sind die aktuellen Videos, Videolinks und alles. Also wenn ihr jetzt irgendwie nicht ganz genau wisst, wie es dahin geht, was ihr braucht, welchen Mod, lalala, findet ihr auf live.letscodeminecraft.de. Das ist das, was da unten steht. Also guckt da einfach gerne mal vorbei. Ich möchte euch alle einladen, jetzt auf den Server zu kommen. Da würden wir uns gerne wieder so ein bisschen austauschen, wie es euch erging, wie es euch gerade geht. Und wir sind ja beim letzten Mal damit geendet, dass ich eine kleine Musikbox im Minecraft gebaut habe und wir euch gebeten haben, probiert es doch einfach auch mal aus, macht doch mal selber ein bisschen was. Und es ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Wir haben über Discord den einen oder anderen fetzigen Beat bzw. richtig vollständige Lieder bekommen. Die würde ich gerne in der Zwischenzeit einfach mal kurz einspielen und zeigen, was denn in der letzten, ja, was denn gestern und wie gesagt im Laufe des letzten Tages alles entstanden ist. In der Zwischenzeit bitte kommt auf den Server rauf, damit wir uns mal wieder Hallo zuwinken können. Nicht nur ich hier mit meiner lustigen Kamera, sondern dass ihr auch wieder mal vorbeischauen könnt. Ich möchte, wie gesagt, die Zwischenzeit nutzen, um kurz die Videos zu zeigen. Das heißt, kommt gerne rum, loggt euch ein und wir haben ja darum gebeten, schickt uns eure Sachen doch einfach im Discord als Video. Das hat auch ziemlich gut geklappt. Mal ein bisschen hochscrollen. Da hat es gestern angefangen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Sound überhaupt funktioniert. Das sehen wir gleich. Ein kleines Experiment. Ich würde anfangen mit der ersten Version von Ilius. Ilius hat uns im Prinzip nicht nur einen ordentlichen Rhythmus geschickt, sondern hier ist auch ein richtiges Lied mit verbaut. Ich starte einfach mal. Wer hat's erkannt? Wer hat's erkannt? Klassiker, also ein Kinderlied-Klassiker, muss ich sagen. Das ist auch eins der ersten, die ich auf dem Klavier lernen musste. Also von dem her würde ich sagen, ein richtiges Urgestein an Musik. Allerdings, auf Anraten einiger anderer, fehlt so ein bisschen der Beat. Das hat er da noch eingefügt. Schauen wir da mal rein. Yo! Ziemlich cool. Das war relativ schnell damit fertig. Ich glaube, 2 Stunden nach dem Stream waren schon die ersten Videos raus mit richtig coolen Sachen. Jetzt gucke ich hier mal kurz rein. Yuripu, spricht man das richtig so aus? Weiß ich gar nicht genau. Ich starte mal, gucken wir da mal rein. Auch da eine ordentliche Drum Machine. Und schön verteilt über die ganze Welt. Schön. Außerdem, wer war das denn? Pandino. Pandino hat uns auch ein kleines Video geschickt. Der Ulrich hat das, glaube ich, nochmal. Ich probiere jetzt einfach mal das hier. Genau, ich habe es auch mal reingeladen. Hallo, auch von meiner Seite übrigens. Oh, jetzt hast du reingequatscht. Ich starte es nochmal. Hm.
Yay, also auch mit Melodie. Da habe ich ja, da kann ich ja einpacken mit meinen vier Drums, die ich da hatte. Also da ist ordentlich was passiert. Ich weiß jetzt nicht, der Pandino hat vorher noch mal kurz gefragt, wie man ein Video aufzeichnet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das inzwischen geklappt hat. Ich glaube nicht. Solltest du natürlich in der Zwischenzeit noch die Möglichkeit haben, dann zeigen wir das gerne auch morgen noch. Also ich weiß, er wollte unbedingt noch eins aufnehmen. Gerne dann, wann immer du fertig bist. Sehr cool auf jeden Fall. So schnell kann es gehen, dass man eben mal kurz in einer Minecraft-Welt ein bisschen Musik macht. Finde ich ziemlich lässig. Ja, ich muss auch echt sagen, ich fand es gestern so schön, einfach zu sehen, wie viel auf dem Server, dann auf dem Discord-Server los war und da diskutiert wurde, unterstützt wurde und so weiter. Und dann, wie dann diese ersten Musikstücke eingetrudelt sind, ich habe mich so gefreut wie Bolle. Ich habe das schon so vielen Leuten hier gezeigt, den Leuten, mit denen ich zusammen wohne und überall und allen möglichen und so, oh, schau, was die Tolles machen. Ganz großartig. Hey, wirklich toll. Hat mir viel Spaß Ja, gemacht. gute Gelegenheit, um auch mal zu sagen, mit mir wieder dabei natürlich Patrick, der Hallo. alte Schlawiner und der Uli auch, ihr habt es schon gehört. Denke, er wird euch Hallo. jetzt auch gleich nochmal begrüßen am Server. Und ich denke, jetzt ist nochmal wieder Zeit, rüber zu wechseln, oben auf die A, B oder C Fläche, um zu sehen, wie es euch geht. Jetzt, der Teleport funktioniert natürlich wie immer nicht für mich. Das ist immer mal meine Konsolenskills hier, die ich dazu gelernt habe, nutzen. So, da sind wir. Hallo Hey, sind zusammen. wir einige da? Schön, dass ihr alle noch dabei seid. Heute, glaube ich, ein paar weniger dabei, aber ist gar nicht schlimm. Weil es auch cool ist, einfach mal ein bisschen auszusitzen. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei dem einen oder anderen das mit dem Launcher gerade nicht so richtig funktioniert. Ja, und ist kein Problem. Also, das ist Lucy, das ist unser Haus- und Hofhund, der versucht, den, weiß ich nicht, Postmann zu verkläffen oder was auch immer. Ich kann es euch nicht sagen. Irgendwas wird schon sein. Grundlos bellt so ein Hund ja nicht, gell? So, Uli, magst du mal kurz eine Runde Begrüßung machen? Dann mache ich mein Sehr Mikrofon gerne, sehr leise, gerne. solange der Und ich Hund würde euch bellt. wie gestern als erstes fragen, wie es euch eigentlich geht. Also so ganz normal, so unabhängig von unserem Videotraining, wie geht's euch heute? Stellt euch doch bitte auf, wieder von null praktisch, mir geht's überhaupt nicht toll und es ist, die Welt ist ganz schlimm, bis zu 100, boah, alles ist so super toll. Und ich sehe schon hier, da wird einfach nicht bewegt. Ein paar hier, Globox überlegt noch, ob er raufgehen soll. Ah. Okay, also so richtig schlecht geht es hier anscheinend keinem. Wobei, das ist ja auch so, wenn man jemand fragt, wie geht's euch, sagen die meisten immer, ja, ganz gut oder so. Aber hier in der Mitte sind ein paar und ein paar geht es ziemlich gut und ein paar geht es total wie Bolle. Auch sehr schön hier das regenbogenfarbige Skin von, wie heißt der? Creeper? Le Creeper. Le Creeper. Sehr schön. Okay, und dann habe ich eine zweite Frage. Und die zweite Frage, die mich heute umtreibt, ist nämlich, wie sieht es eigentlich so bei euch mit der Technik aus? Habt ihr Probleme mit der Technik? Wenn ihr überhaupt gar keine Probleme, ich setze euch hier gerade nochmal zurück. Moment. Ah, hier, ich habe meine Maus noch gar nicht angesteckt. Ich setze euch gerade nochmal zurück. Also, wenn ihr technisch überhaupt keine Probleme hattet in der ganzen Zeit, einfach auf Null. Wenn es so mittel, in die Mitte und wenn ihr total viele technische Probleme habt, dann geht doch mal bitte auf die 100. Also ihr könnt ja, kennt ja das Spiel schon, wenn ihr Ich nicht sehe jetzt zuhört. gerade ein paar, schreiben mir auch im Twitch-Chat, dass sie nicht mit live auf dem Server sind, aber trotzdem das Videotraining verfolgen. Also bitte auch gerne in allen möglichen Chats. Hauptsache Feedback. Ja, also wenn ihr irgendwie Genau, was Feedback, rückmelden Feedback, wollt, Feedback. gerne. Hauptsache Rückmeldung. Ich muss mal ganz kurz. Also wenn ihr zum Beispiel, also wenn ihr wirklich mitmacht hier bei dem Videotraining und ihr seid aber nicht auf dem Server, warum auch immer, dann könnt ihr ja in den verschiedenen Chatmöglichkeiten auch schreiben und könnt dann zum Beispiel, wenn so wie jetzt eine Abfrage ist von 0 bis 100, einfach eine Zahl reinschreiben. Dann sehen wir das ja. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, also Mittel, dann wäre es halt irgendwie 50, dann schreibt ihr aber 50 rein, dann kriegen wir auch was zurück. Je mehr Feedback wir bekommen, desto besser. Also hier sieht man, die überwiegende Mehrzahl sagt, sie haben gar keine Fehler. Ups, aber ich schmeiße die Sachen durch die Gegend. Haben keine Probleme, ein paar hier in der Mitte. Und
Hier haben wir noch den Tom Wendel, der sagt, er hat ganz viele technische Probleme. Er hat so viele technische Probleme, dass er gerade mit dem Hund rausgehen musste. Ja, das ist mein technisches Problem gerade. Aber ich glaube, er hat sich wieder beruhigt. Und dann haben wir hier auch noch Dias 00701, der hat anscheinend auch technische Probleme und bewegt sich auch gerade nicht so richtig. Genau, also wenn ihr Probleme habt, ist es ganz wichtig, dass ihr uns Bescheid gebt, damit wir euch helfen können oder auch die anderen euch helfen können. Ich will jetzt nochmal das ein bisschen genauer erfahren. Ich will mich erfahren, welche Probleme ihr hattet. Jetzt einige hatten gar keine Probleme, aber ich will es trotzdem ein bisschen genauer wissen, zumindest für die, die Probleme hatten. Und zwar, wenn ihr, ich gebe euch jetzt, werde als erstes mal fragen, wer hatte denn irgendwie Probleme mit der lokalen Minecraft-Version, also mit der Version, die wir als Modpack über Twitch zum Download gegeben haben, bei wem hat das nicht so gut funktioniert? Bei wem hat es gut funktioniert? Wenn es, und jetzt sehen wir mal, wie dieses A und C, wenn alles super funktioniert hat und ihr jetzt ein funktionierendes Modpack 1.7.10 habt und darin Computer Craft nutzen könnt, dann geht bitte auf A. Und wenn bei euch das noch hakt und es noch nicht funktioniert und ihr es noch nicht geschafft habt, das Modpack bei euch zum Laufen zu lassen, dann geht bitte auf C. Und auf B muss gerade niemand stehen, weil B ist gerade gar nichts. Das heißt, entweder seid ihr auf A, alles hat wunderbar geklappt mit dem Modpack, oder C, also hier, ich bin bei C, dass ihr es nicht geschafft habt, das zu installieren. Das schaut doch gut aus. Okay, dann sind jetzt alle bei A. Das ist ja ganz großartig. Das ist ja wunderbar. Okay, so viel dazu. Und dann ist meine nächste Frage, nämlich, wie sieht es eigentlich mit Discord aus? Habt ihr irgendwie Probleme bei Discord und so weiter? Wenn ihr, und ich setze euch mal wieder zurück, oder nee, ich mache das anders. Ich mache es diesmal so, dass wenn ihr keine Probleme habt, dann, wenn ihr keine Probleme mit Discord habt, dann geht bitte auf B. Und wenn ihr irgendwelche technischen Probleme mit Discord habt, dann geht ihr auf D, wie Dora. Weil es geht mir auch darum, könnt ihr zum Beispiel auch mit anderen sprechen? Habt ihr zum Beispiel auch ein Mikro und sowas? Wenn ihr kein Mikro habt oder sowas, um mit anderen zu unterhalten, dann geht ihr bitte auch auf D. Und dann sind es momentan noch einige, die auf A stehen. Also wiederhole ich die Frage nochmal. Wenn ihr auf Discord, auf dem wir uns chatmäßig unterhalten, überhaupt keine Probleme habt und alles wunderbar funktioniert, dann geht ihr auf B. Und wenn ihr aber technische Probleme mit Discord habt oder zum Beispiel nicht die Möglichkeit habt, dort mit anderen auch zu reden, also das heißt mit anderen Worten über Sprachchat, weil ihr kein Mikro habt, dann geht ihr auf D. Okay, da haben wir jetzt schon ein paar Leute, die auf jeden Fall was sagen und es sind ein paar Leute auf C, warum auch immer, weil es geht ja gerade nur um B und D. Hier sehe ich Elocreeper, Dias, Superhero, Globox, Tobi Gamer, Summe und Pandi. Könnt ihr uns irgendwie schreiben, was für Probleme ihr da habt? Also einfach im Discord, in dem Channel Let's Code Minecraft oder auf irgendeine andere Weise. Ihr könnt theoretisch auch einen Kommentar auf die Webseite packen. Das heißt, bei live.letscodeminecraft.de kann man ja ganz unten auch Kommentare schreiben. Da könnte man das auch machen. Oder, dass ihr sogar im Fall, wenn ihr ein Problem mit Twitch habt, könnt ihr auch Entschuldigung, wenn ihr ein Problem mit Discord habt, könnt ihr natürlich auch im Twitch-Stream was schreiben. Also ich Okay? sehe im Minecraft-Chat öfter mal ein Hab kein Mikro. Das habe ich jetzt zweimal, Hab dreimal kein gelesen. Mikro. Okay. Habt kein Mikro? Das ist eine Sache. Wie viele haben denn kein Mikro? Das wäre jetzt ganz spannend. Also, ich setze euch jetzt nochmal hier zurück und alle Leute, die kein Mikro haben, gehen danach auf C. Also, wer kein Mikro hat und bei Discord nicht Sprachstimme machen kann, geht auf C. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das sind so einige. Das sind mehr, als ich gedacht habe. Okay, da müssen wir nachher noch ein bisschen überlegen, wie wir das machen, weil ich hatte nämlich mit euch was vor, aber das sind ja fast das ist ja, glaube ich, ein Drittel der Leute. Okidoki.
Dann, das macht die übrigens bisher sehr, sehr gut. Und dann ist jetzt noch eine Frage, das ist die nächste Frage, nämlich ein paar von euch haben versucht, Videos zu schicken, aber hatten ein Problem damit. Alle Leute, die versucht haben, ein Video zu schicken, aber ein Problem damit hatten, gehen jetzt bitte auf A. Ich kann die so rumschicken. Also, wenn ihr ein Problem hattet, Videos aufzunehmen oder ein Video zu schicken, dann geht gerne auf A. Okay, da sind momentan jetzt vier Leute. Das heißt, wenn ihr, und da kommt auch noch ein Fünfter, wenn ihr, nee, das ist der Tom, der guckt wieder dazu. Achso, ja, ich freue mich nur, dass wir noch so viele Videos in der Queue haben. Das ist ziemlich cool. Oh ja, yeah. Also das heißt, habt ihr auch noch Videos, die ihr gerne zeigen würdet, aber ihr habt sie noch nicht geschickt? Ich glaube, das Leichteste wäre, wenn ihr entweder das in Discord-Chat oder hier in den Minecraft-Chat schreibt. Diese A, B oder C-Sachen erweisen sich doch als komplizierter als gedacht, wenn es dann Ja, es spezifisch wäre wird. super, wenn man so zurückschreiben könnte. Kann man ja auch. Also wenn Kann ihr man. T Viele machen drückt, das. dann könnt ihr was tippen. Tippen. Dann sehen wir das hier auch direkt. Aber da kommt momentan noch nichts, aber es kann ja vielleicht noch draußen. Hi, Pandi HD. Das ist doch schön. Okay, also ich warte jetzt mal nicht auf Antworten, sondern wenn ihr da noch Schwierigkeiten habt, dann könnt ihr nachher dann nochmal eine Fehlerbeschreibung oder Problembeschreibung schreiben und dann versuchen wir euch da auch im Video nochmal zu helfen. Okay? Frage und die letzte Frage ist nämlich, wie fandet ihr das die Videos vom Stream gestern? Nein, Entschuldigung, die Videos, die der Tom euch nach dem Stream zur Verfügung gestellt hat. Also die Videos vom zweiten Tag. Und da jetzt bitte auch wieder sagen, wenn sie euch überhaupt nicht gefallen haben, auf 0 gehen, wenn sie euch mittel gefallen haben, 50 oder sowas und wenn sie euch total gut gefallen haben, dann bitte auf 100 gehen oder so. Also Stimmung jetzt, nicht technischer Umfang, ne? Genau, da geht es jetzt einfach darum, hat es euch gefallen, hat Spaß gemacht, die Videos anzugucken. Und wenn ihr die Videos nicht angeschaut habt, ist es auch völlig okay, dann könnt ihr einfach außerhalb von dieser Fläche stehen. Ich habe es auch nicht geschafft, alle Videos anzugucken. Es ist nicht schlimm, wenn das einfach nicht hingehauen hat. Gibt ja tausend Gründe, warum es so sein kann. Also die Leute, die raufgegangen sind, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, die finden die Videos alle ziemlich gut bis total super bolle. Und Hurra, wir sehr sehen aber schön, auch das freut mich. sehr viele, die die Videos nicht angeguckt haben. Genau. Richtig. Keins geguckt, sagt Tobi Gamer. Schämt euch. Okay. Dann waren das jetzt eigentlich meine Fragen. Tom, hast du gar noch eine Frage? Also mich würde noch interessieren, wie anspruchsvoll die Videos waren, aber wenn das jetzt nur vier Leute geguckt haben, ist die Frage vielleicht nicht ganz so. Weil für mich immer ganz wichtig, ich versuche diese Playlists und diese Tagesblöcke halt so hinzubiegen, von der Länge her und vom Tiefgang her, dass sie halbwegs noch zu bewältigen sind, ohne dass man sich einen ganzen Tag dran setzen muss. Deshalb würde mich interessieren, vom Umfang her, also einfach vom Inhaltsumfang her, wie kompliziert das alles war. Ist die Frage, ob sich das jetzt lohnt, wenn die nur vier Leute angeschaut haben. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch ein paar Leute es nicht ganz angeschaut haben, aber einen Teil reingeschaut haben. Aber lass uns die Frage doch mal stellen. Stell doch die Frage mal so, wie du sie gerne stellen willst. Vom Inhalt her war es, also wie wir es gestern ja eigentlich auch schon gefragt haben, war es zu viel, zu wenig, genau richtig? Würde quasi die Bandbreite aufmachen von 0 war viel zu wenig, wir brauchen mehr und mehr Geschwindigkeit. 50 ist perfekt und 100 ist viel zu viel, viel zu viel, machen bitte ein bisschen langsamer. Alles klar. Okay, dann. Also für zwei war es zu viel. Ja, also tendenziell eher ein bisschen zu viel. Das ist okay. Das ist okay, weil der Schritt war natürlich ein großer Schritt. Von wir bauen Blöckchen hin zu wir schreiben jetzt Code. Keine Frage. Das gucken wir ja jetzt auch gleich im Anschluss nochmal gemeinsam an. Und ja, schauen einfach mal gemeinsam. Auch wieder das Links und Rechts, so wie wir es gestern gemacht haben. Einfach mal gucken, was kann man damit eigentlich machen. Vielleicht fällt uns ja das eine oder andere schöne Projekt ein. Und dann sehen wir Genau. weiter. Gut.
Sehe ich das jetzt richtig, dass wir bisher einfach noch relativ wenig, oder? Wir haben bisher wenig inhaltliche Fragen, die wir jetzt gerade so beantworten können, oder? Ich habe gar keine gesehen bisher. Also irgendwie Rückfragen. Genau. Es ist gut, dass du sagst. Jederzeit, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Video oder zum Stream selber, haut das bitte gerne in den Chat. Also bei Discord, bei Stream habe ich auch ein Auge drauf, aber Discord ist, glaube ich, der bessere Ort dafür. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ist Discord sicher besser. Also wenn es irgendwelche Rückfragen gibt zu dem, was ich tue, was ihr in den Videos gesehen habt, jederzeit bitte da reinhauen. Also auch nicht nur während des Streams, sondern auch außerhalb der Streamzeiten. Wir lesen das mit und versuchen das dann im nächsten Stream auch zu beantworten. Genau. Ja. Und ich hatte mir eben was überlegt. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, dass wir jetzt auf den Discord gehen und dort in kleinen Sprachgruppen miteinander diskutieren, was gut lief, was nicht so gut lief und die Hauptfragen, die ihr habt, zusammenschreiben. Jetzt haben wir aber mehrere Leute gehabt, also glaube ich so 6, 7 Leute, die kein Mikro haben. Das heißt, die können gar nicht miteinander sprechen. Jetzt überlege ich gerade, wie man das irgendwie am besten machen kann. Wir könnten trotzdem das zu machen und die Leute, die kein Mikro haben, die können einfach noch einen gemeinsamen Textchat machen. Tom, Patrick, was denkt ihr? Glaubt ihr, Finde das können wir machen? find ich großartig, weil wir bislang noch nicht allzu viel wirklich Rückmeldung dazu haben, wie es euch gefällt oder ob es wo es hakt. Deshalb, mir wäre das ganz wichtig, dass ihr euch einfach auch mal kurz austauscht oder beziehungsweise uns auch mitteilt, ob es euch gut geht. Also ja, ich bin auch für einen Textchat zu haben. Okay, also dann machen wir das jetzt so. Wir haben jetzt ja Leute, die haben ein Mikro und wir haben Leute, die haben kein Mikro. Jetzt bitte mal alle Leute, die momentan kein Mikro haben, bitte auf D gehen. Okay, alle, die kein Mikro haben, gehen auf D. Und alle, die ein Mikro haben und in Discord einen Sprachchat machen können, die gehen auf A. So. Okay, da sind jetzt mehrere Leute drauf und jetzt ist ungefähr so 50-50 oder sowas. Ein paar sind noch in der Mitte. Okay. Und jetzt würde ich euch bitten, dass ihr immer zu dritt auf eins der Felder geht. Wie viele haben sind wir jetzt in? Eins, zwei, drei. Tom Das ist ist auch mit gut. drauf. Ja, ich habe ja Eins, schon. zwei, genau. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ungefähr 9 sind es. Deswegen würde ich jetzt bitten, dass wer von euch kennt sich denn ziemlich gut mit Minecraft aus? Und mit ziemlich gut meine ich jetzt total gut. Könnten 3 Leute, schau mal, wie viele da kommen, die richtig Plan von Minecraft haben, mal, also nur von den Leuten, die ein Mikro haben, also nur die bei A gestanden sind, mal hier bei 1 bis 10, bei 11 bis 20 und bei 21 bis 30 sich hinstellen. Das heißt, 3 Leute, die Ahnung von Minecraft haben. Momentan ist auf dem ersten noch niemand. Eisdealer, wenn du denkst, du hast Ahnung von Minecraft, dann komm bitte auf 11 bis 20. Nur kurz warten. Okay. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Okay. Alle bitte. Ach, machen wir jetzt einfach so. Okay. Und jetzt füllt ihr die ersten 3 Flächen einfach so auf, bis da jeweils 3 Leute sind. Es geht nur um die Leute, die kein. Es geht nur um die Leute, die ein Mikro haben. Es geht nur um die Leute, die ein Mikro haben. Für die, die kein Mikro haben, machen wir nachher noch was anderes. Deswegen würde ich bitte die Leute, die kein Mikro haben, bitten, nochmal auf D zu gehen. Und die Leute, die ein Mikro haben, die sollen sich jetzt versuchen, gleichmäßig aufzuteilen auf 10, 20 und 30, auf diese Felder. So, okay, jetzt sind 3 Leute, sind jetzt bei 1 bis 10. Und zwar Juripu, Senfischen und Ilius. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Auf ihr seid Gruppe 1, okay? Ihr geht nachher in den Voice Chat 1. Dann haben wir 11 bis 20, das ist Red Dragon 034, Ice Dealer 007
Und Superhero 2009, ihr seid Gruppe 2 und ihr geht nachher in diesen Let's Code Minecraft Voice Chat Nummer 2. Und Yoda ist geil, X-Linus-X, Tobi Gamer 118 und Hasselbacher gehen in den Voice Chat Nummer 3. Und die ganzen anderen, die gehen einfach in den normalen Textchat. Okay? Und im normalen Textchat könnt ihr einfach chatten und schreiben. Und was wir jetzt machen ist, dass ihr jetzt gleich alle in Discord geht und dort euch in diese Textchats, in die Texte, Entschuldigung, in die Voice-Chats einordnet, beziehungsweise in den Textchat reingeht. Und dort haben wir eine Frage an euch. Und die Frage ist, welche Fragen habt ihr zum Kurs? Okay? Und es können jetzt technische Fragen sein. Das sind Sachen, die inhaltlich passiert sind, bisher in Videos, die ihr noch nicht ganz voll verstanden habt. Das kann auch sein, dass ihr irgendwas beim Runterladen ein Problem habt. Das kann genauso auch sein, dass ihr ein Problem habt, ein Video zu verschicken oder sowas. Und ihr unterhaltet euch einfach über diese Probleme, die ihr habt. Und nach 5 Minuten sollt ihr zusammenfassen, was das war, was das für ein Problem war. Und da würde ich einfach immer, wenn ihr euch nicht darauf einigen könnt, wer das macht, wenn immer der Älteste in den Voice-Chats, in den Sprachchats, das zusammenschreibt und einfach die Hauptfehler, die ihr hattet, oder die Hauptprobleme, die ihr hattet, einfach aufschreibt und uns dann mit Team 1, Doppelpunkt und dann die Probleme, die ihr da hattet, in den Chat, in den großen Chat reinschreibt. Und der andere mit Team 2 und dann Team 3. Und die anderen, die kein Mikro haben, die unterhalten sich einfach untereinander und schreiben da einfach rein, was ihre Hauptprobleme waren. Wenn ihr überhaupt gar keine Probleme habt und gar keine Fragen habt, könnt ihr einfach schreiben, dass ihr keine Fragen habt. Okay? Und wir haben jetzt für die ganze Sache jetzt 5 Minuten Zeit, um zu reden. Und danach machen wir nochmal 5 Minuten Pause. Das heißt mit anderen Worten, ihr könnt ab jetzt dann gleich in Discord gehen, habt da 5 Minuten Zeit zu quatschen, nämlich bis 16:35 Uhr. Und dann sind von 16:35 Uhr bis 16:40 Uhr ist einfach Pause und wir treffen uns um 16:40 Uhr einfach wieder hier und ich hoffe, wir haben viele Fragen. Cool, dann Ist schalte jetzt ich mal allen um. klar, was sie tun sollen? Diese Frage könnt ihr nicht beantworten. Nee, Wenn mit. es nicht klar ist, dann schreibt es bitte einfach in den Lost Code Minecraft Chat. Okay, und ich bin dann jetzt mal weg und freue mich, in 5 Minuten wieder zuzuhören. Alles klar, dann bis gleich. Und der Ach so, Moment, du bist schon auf. Die hören dich. Sie hören dich nicht mehr. Ich hab dich schon ab. Oh, aber mich kann man noch hören. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz nochmal sagen, weil Master Magic hat gefragt, was wir hier eigentlich tun. Also, es ist ein Zuschauer aus Twitch, der ist wahrscheinlich gerade quer eingestiegen. Was wir hier tun, wir haben einen zweiwöchigen Workshop zum Thema Programmieren lernen in Minecraft. Das Ganze lehnt sich an das gleichnamige Videotraining, das es beim Rheinwerk Verlag mal gibt. Wir machen das einfach gemeinsam, zusammen auch online. Und was wir hier gerade tun, ist rauszufinden, ob es den Teilnehmern bislang gefallen hat oder nicht. Und das machen wir eben auf diese interaktive Weise. Deshalb sieht das so lustig aus. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns dann inzwischen 10 Minuten wieder. Bis gleich.
So, meine Lieben, die Zeit ist um, die Zeit ist um. Wir haben irrsinnig viel Feedback bekommen. Also, wie es ausschaut, geht es euch allen gut? Das finde ich gut. Das freut mich sehr. Größere Probleme scheint es nicht zu geben. Das ist ideal. Idealbedingungen. Uli, hast du noch irgendwie was mitgenommen aus der Runde? Nee, sieht auch irgendwie gut aus. Und es ging so auch ein paar Fragen noch so zu Mikros und so weiter. Also wenn ihr das hinbekommt, die Leute, die kein Mikro haben, sich zu probieren, dass sie morgen vielleicht eins haben, wäre das großartig. Dann können wir sowas vielleicht öfter machen. Da fragen wir dann morgen nochmal ab, ob das geklappt hat. Es ist klar, nicht jeder hat ein Mikro oder einen Kopfhörer oder sowas. Oder auch einfach natürlich im Laptop selber ist ja auch schon ein Mikro drin. Das kann man ja auch einfach benutzen, aber das fragen wir, wenn dann noch mal heute noch mal ab. Aber fand ich jetzt eine ganz lustige Aktion und das habt ihr mal gesehen, auch diese Gruppengeschichte, dass ihr da reingehen könnt. Wichtig wäre, dass jetzt halt alle wieder aus den Gruppen wieder rausgehen und über beim Twitch zuhören. Das wäre wichtig. Das schreibe ich auch gleich noch mal hier in den Chat rein. Hervorragender Plan. Das heißt, im Prinzip kommen wir in Phase 2. Phase 2 wäre quasi mal reinzuschauen, was gab es in den letzten Videos eigentlich zu sehen. Und so wie gestern würde ich einfach mal durch die Welt marschieren und das einfach machen, was wir da auch gemacht haben. Und mal reinschauen, was uns da so begegnet. Weil gerade dann, wenn einige von euch die Videos noch gar nicht zu Ende gesehen haben, macht es vielleicht Sinn, doch mal die ein oder andere Bemerkung reinzuhauen. Gut, das wird für mich bedeuten, ich verlasse jetzt einfach den Server. Ihr könnt das ähnlich tun und euch voll auf den Twitch-Stream fokussieren oder einfach da abhängen. Der Server bleibt weiterhin online, allerdings macht es natürlich Sinn, zuzuhören. Was tue ich da? Ich muss nämlich jetzt mal ganz kurz meine Version wechseln, weil wir ja jetzt plötzlich wieder in der alten Minecraft-Version daheim sind, also 1.7.10. Und wie gestern auch schon, haben wir im Zusatzmaterial wieder eins der Safe Games übrig. Und da haben wir ja auch schon ein paar Skripte, aber die gucken wir gleich zusammen an. Das heißt, ich lade hier für meine Installation, kurz zur Erinnerung, Modpack, den Ordner hier öffnen und im Ordner einfach mal im Ordner Safe das entsprechende ZIP reinhauen. Das heißt, ich entpacke hier mal kurz Silberwald. Kapitel 2 und hau das rüber in mein Folder, nee, das hier, und kann dann in unserer Welt weiterspielen, so wie wir sie vorfinden im Videotraining. So, worum ging es denn? Es war im Prinzip der erste Tag oder die ersten Lektionen, wo wir tatsächlich richtige Computer am Start haben. Das bedeutet, wir werden jetzt die hübsche Blöckchen-Mechanik-Welt und auch Redstone verlassen und uns erstmal dieser lustigen grauen Kiste widmen. Im ersten Kapitel, wo es die Computer gibt, geht es nämlich hauptsächlich darum, wie das so ist mit diesen Kisten, die eben als Computer in der Welt stehen. Das heißt, wir haben im Prinzip noch keine mechanische Interaktion. Wir haben im Prinzip erstmal Kommandozeile. Aber zuvor, da bestehe ich drauf, bauen wir unseren Computer erstmal selber. So, wir laden die Silberwald-Welt und ich muss auch jetzt wie immer wieder erstmal die Soundeinstellung wahrscheinlich runterdrehen. Muss ich. Weil heute machen wir keine Musik. Musik könnte später wiederkommen, also stay tuned. Wir werden später noch ein bisschen was mit diesen Node-Blöcken machen. Ich glaube sogar in naher Zukunft. Der Patrick macht in den Lektionen ein bisschen was und wir werden uns dann natürlich entsprechende coole Sachen einfallen lassen im Stream. Aber zuerst geht es erstmal darum, einen Computer zu bauen. Das Paket, ich weiß nämlich gar nicht, wie das Safe Game dazu ausschaut. Das Paket, das im Videotraining hier auftaucht, das gibt es gar nicht. Ah, der Computer steht schon da. Das ist natürlich blöd, weil ich wollte eigentlich einen bauen. Dann, Storyline kaputt. Denkt euch, dass wir den gebaut haben. Was man dazu braucht, ist erstmal noch relativ einfach zu kriegen. Im ersten Computer, also der simpelste Computer von allen, da braucht es einfach, ich gucke mal, ob die Sachen einfach da sind, vielleicht haben wir ja Glück und irgendwo liegen die Ressourcen dafür rum, braucht es eigentlich nur ein bisschen Redstone und Patrick, haben wir hier nirgends was hinterlegt? Gibt's doch gar nicht. Ich glaube, das ist immer das Ende. Also diese Ah. Welten, die wir hinterlegt haben, sind immer die Endwelten dann. Das ist ja unglücklich in Minecraft, hätten wir hier. Ja, okay, alles klar. Ja, dann sei es drum. Dann werden wir jetzt einfach mal den Computer verwenden, so wie es in dem Safe Game schon da ist. Das heißt, eigentlich sind die Skripte dann auch schon fertig. Das ist ja. Das
Schlecht vorbereitet, aber wir können einmal ganz kurz gucken. Gibt es schon ein? Nein, gibt es nicht. Also, ich habe nichts getan. Man baut einen Computer aus ein paar Steinen, einem bisschen Redstone und einer Glasscheibe. Das sind Dinge, die man noch relativ schnell findet. Nämlich, ja, in den ersten 2 Minuten. Deshalb hätte ich es jetzt eigentlich ganz gerne gemacht, aber mei, sei es drum. Jetzt haben wir den Computer schon da. Jetzt benutzen wir den. Wir schmeißen den nicht jetzt unnötig weg. Recycling ist teuer von Computern, deshalb lassen wir den da. Und das erste Mal, wenn man das Ding hier einschaltet, normalerweise, warte mal, den würde ich mal ganz mal kurz runterfahren, ist das einfach eine schwarze Fläche. Also dieses blinkende Ding da, der sogenannte Cursor, den gibt es da noch nicht. Und wenn man quasi zum ersten Mal da drauf losläuft, dann sieht man Craft OS, das Operating System oder Betriebssystem von unseren Computern hier. Also von den möglichen Ausbaustufen, die es da gibt, ist das die kleinste. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Computer, die man bauen kann. Einmal der Computer, glaube ich, heißt einfach nur. Dann gibt es den Advanced Computer, der hat einen Farbbildschirm und kann Multithread, also mehrere Programme gleichzeitig ausführen. Und dann gibt es noch den Command Computer, der ist dann eher für Leute gedacht, die sich mal erdreisten, eine eigene Welt zu bauen und vielleicht ja, ein bisschen was skripten wollen. Und der Patrick hat ja mit unserer Event Area oben schon demonstriert, wie cool das funktionieren kann mit den Built-in-Varianten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die schon immer gab. Patrick, die Command-Blocks, die gibt es ja auch noch nicht so lange, gell? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, die wurden in 1.8, 1.9 irgendwo da wurden sie eingeführt. Aber es Ja. gibt schon recht lange. Okay, ja, macht ja auch Sinn. Also Minecraft mit dem Adventure-Modus lässt sich ja sowieso ganz viel skripten. Und Computercraft bringt eben einen Computer mit, der diese Command-Blocks noch erweitern kann und damit halt vernünftig das Ganze programmieren. Also man kann dann effektiv diese ganzen Adventures, die es dann letztendlich auch in Minecraft geben kann, programmieren. Aber darum soll es nicht gehen. Ich wollte nur kurz zeigen, es gibt unterschiedliche Computer. Dieser hier ist der trivialste. Schwarz-Weiß-Monitor und noch die gute alte Röhre. Gut, der Advanced Computer hat auch nur die Röhre, also so einen richtigen Flatscreen gibt es da eigentlich gar nicht. Aber gut, sei es drum. Red Dragon schreibt hier gerade, ab 1.8 gab es die Command Blocks auch. Dann wissen wir das auch. Wir kümmern uns jetzt aber mal um diese Maschine. Was man hier sieht, ist das, was einen erwartet, wenn man einen Computer anno 1990 eingeschaltet hat. Da gab es dann MS-DOS und die Eingabeaufforderung. Die gibt es auch nach wie vor in Windows, aber primär gibt es dann natürlich die Fenster. Deshalb ist man normalerweise nicht konfrontiert mit dieser Art der Oberfläche. Wenn man allerdings in die Programmierung einsteigt, dann kommt man mehr und mehr dazu, dass man halt seine ganze Build-Pipeline und überhaupt der ganze Prozess, um aus dem Programmcode, den man schreibt und dem Programm, das man am Ende rauskriegt, das Ganze halt auch händisch skriptet, also quasi kleine Programme schreibt, die einem diese ganze Übersetzungsarbeit abnehmen und dann landet man früher oder später auch wieder bei der Kommandozeile. Das heißt, das da wird wieder Teil deines Lebens werden, solltest du dich mit der Programmierung ein bisschen konkreter auseinandersetzen. Das ist ein Betriebssystem, mit dem man sich eben ganz normal durch die Welt navigieren kann. Also was man normalerweise vom Internet Explorer kennt, nicht Internet Explorer, sondern der Explorer aus Windows oder ich glaube Finder heißt das auf dem macOS. Man kann sich eben durch die Ordnernavigation, oder die Ordnerstruktur durchnavigieren. Das heißt, es gibt einfach ein paar Befehle, die einem erlauben, Dinge zu machen. Ich kann mal ausprobieren, ob man vielleicht direkt hier schon mal Help ausführen kann. Help Programs, glaube ich, wäre, was man eingeben müsste, um. Vergesst, was ich gesagt habe. Das hilft euch nicht weiter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Patrick, weißt du zufällig, ob es einen Help-Befehl gibt für diese ganzen betriebssystemeigenen Sachen? Wahrscheinlich nicht, gell? Glaub nicht, ich glaube nicht, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei am Wiki. Okay, das zeige ich auch gleich. Also es gibt natürlich, wenn ihr euch jetzt fragt, woher weiß der denn, was er eingeben muss? Keine Panik, das ist natürlich alles dokumentiert. Das ist auch essentiell, damit man halt einen schnellen Einstieg durch diese ganze Sache kriegt. Ich will ganz kurz ein bisschen drin rumeiern und dann euch zeigen, wo ihr die entsprechenden Infos findet. Also es gibt zum Beispiel das Hauptverzeichnis, das der Rechner mit sich bringt. Das ist im Prinzip das, was ihr macht, wenn ihr Windows E drückt oder den Explorer einfach aufmacht. Dann seht ihr schon mal so die Grundansicht eurer Ordnerstruktur auf dem Computer. Das heißt, auf eurer Festplatte sind eben diverse Ordner. In den Ordnern sind Programme drinnen oder Files oder Dateien, die man eben mit dem Explorer anschauen kann. Wenn man das Ganze auf der Kommandozeile macht, dann gibt es eben entsprechende Befehle dafür. Dir wäre einer davon. Dir ist die Kurzform von Directory, was eben das englische Wort für
Ordner oder Verzeichnis ist. Und wenn ich das hier ausführe, dann kriege ich hier jetzt eine Liste von verfügbaren Dateien im aktuellen Verzeichnis. Das aktuelle Verzeichnis ist im Prinzip der Ort, auf dem ich mich gerade befinde, ähnlich wie beim Explorer auch. Und wenn ich mich jetzt weiter durch das System navigieren möchte, dann benutze ich einen Befehl, der ist CD. Das ist die Kurzform für Change Directory. Und damit kann ich jetzt in verschiedene Verzeichnisse wechseln. Ich habe durch dir erfahren, dass es einen Ordner namens ROM gibt. Das ist der Standardordner, der auf den Computern installiert ist. Steht für Read-Only Memory. Also sowas wie nicht veränderbarer Speicher, was im Prinzip eingebrannt ist in den Computer drinnen. Das Ding lässt sich ändern. Gucken wir in Kapitel 12 oder so an. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall später. Und das sind einfach die Dinge, die Programme, die der Computer von Haus aus mitbringt. Da gucken wir mal kurz rein. Indem ich das ausführe, sehe ich auch gleich hier vorne, dass sich diese Anführungskommando hier vorne ändert. Vorher war es einfach nur dieses lustige Klammerchen. Jetzt steht da der Ordner, in dem wir uns gerade befinden, nämlich ROM. Und wenn ich hier wieder mit dir arbeite, sehe ich schon, hier gibt es noch ein bisschen mehr. Hier gibt es APIs, Application Programming Interfaces, sehen wir später. Autorun, Help, Programs, Startup. So, hier gibt es also weitere Dinge, die hier drinnen sind. Startup ist ein Skript, das ausgeführt wird, wenn der Computer startet. Auch das werden wir in den Lektionen noch sehen. Aber hier gibt es zum Beispiel einen Ordner, klingt vielversprechend, der heißt Programs. Mit CD Programs wechsle ich da rein und auch jetzt ändert sich wieder das Ding hier vorne, ROM/Programs. Ich befinde mich jetzt also in einem Ordner, der Programs heißt. Und wieder frage ich mit dir ab, was ist denn da alles drin? Da ist eine ganze Menge drin. Da ist angefangen mit Advanced, Command, Fun. Seht ihr meinen Mauszeiger eigentlich? Ja. CD haben wir schon benutzt. Das sind jetzt so die Befehle, die man tatsächlich jederzeit benutzen kann. Dadurch, dass sie eben im ROM-Verzeichnis, in den Programs sind, was so eine Art Standardverzeichnis ist, kann man von jedem Ort des Computers aus diese Programme verwenden. CD haben wir schon verwendet. Ich vermisse gerade dir, aber ich glaube, das ist List wahrscheinlich. Also es gibt eben diese Befehle und es gibt Alternativnamen dafür, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Allerdings, alles, was wir hier tun, basiert auf diesem Set an Programmen, die hier sind. Ganz spannend, irgendwo gibt es Hello, wenn ich mich recht erinnere. Rename, Type, Reboot, Time. Die probieren wir alle gleich mal aus, aber eigentlich gibt es auch sowas wie ein Hello World. Nicht hier, bin ich blind. GPS, Exit, Eject. Copy. Kein Test. Ist es woanders? Wir wechseln wieder das Verzeichnis. In dem Fall möchte ich aber wieder eins hoch. CD Pünktchen Pünktchen bringt uns immer auf das Verzeichnis, das übergeordnet ist. Was nicht funktioniert hat, weil ich das Leerzeichen vergessen habe. Entschuldigung. So. Wir gucken wieder hier. Irgendwo gibt es nämlich. Patrick, wo ist denn das? Hier gibt es doch irgendwo ein Bin lustiges. auch am Überlegen noch, wo das. Da gibt es ein Help, aber. Help ist es nicht. Es gibt ein Standardprogramm, das heißt, glaube ich, Hello. Ich weiß nicht, wo es liegt, aber es gibt es. Hello ist quasi das erste Programm, das wir auch anschauen können gleich mal. Hello World. Das ist das, was ein Programmierer üblicherweise als allererstes skriptet. Das machen wir auch gleich mal. Aber es ist auch da. Es gibt Help, wie Patrick schon sagt, und Help kann einem, wenn man denn mal die Befehle weiß, eigentlich immer ganz gut weiterhelfen. Jetzt haben wir nämlich Help und müssen anschließend den Befehl eingeben und dann kriegen wir eine kurze Beschreibung dafür, was man damit machen kann. Also changes the directory, direkt mal eine Typo gefunden. Also verändert oder wechselt in ein anderes Verzeichnis. Und die Schreibweise wird hier unten auch ganz nett aufgeführt, also CD. Name des Verzeichnisses bringt uns in das entsprechende Verzeichnis. Pünktchen, Pünktchen bringt uns wieder eins höher. Und man kann auch CD slash, also den Schrägen, machen, was uns ins Root-Verzeichnis führt. Root ist der Ort, wo wir uns anfangs befunden haben. Also wenn ich das hier mal kurz mache, dann bin ich wieder bei dem Ort, wo es einfach nur ein Pfeilchen hat. Das ist das Ursprungs, also das Root steht für Wurzel, also das heißt das Objekt, das ganz oben ist. So. Das heißt, so navigieren wir uns durch die Welt. Das ist erstmal ganz spannend. Jetzt die Frage, ob ich auch ROM-API machen kann. Ich vermute, also in einem normalen Betriebssystem würde es funktionieren. Ich sehe das gerade im Chat, wird gerade gefragt und ich kann das in der Tat auch direkt so machen. Also ich kann
gezielt in tiefere Verzeichnisse rein. Ich brauche also nicht immer CD-ROM, CD-APIs und so weiter zu machen. Allerdings, ja, denke ich, dass ihr sehr schnell selber rausfinden könnt, wie das ist, wie das funktioniert. Das Schöne an dieser Du, Tom, hast du schon mal Help Index ausprobiert? Nope. Habe ich in diesem Mach mal. Augenblick. Oh! Da kommt die helfende Hand aus dem Off. Help Index bringt uns die Auflistung aller überhaupt verfügbaren Kommandos. Das ist ziemlich praktisch. Hölle, was es da alles gibt. Viele davon sind vom Betriebssystem selber. Also das heißt, Tools, die einem oder Werkzeuge, die einem erlauben, sich durch das Betriebssystem zu bewegen, eben durch diese Ordnerstruktur, Sachen zu löschen, zu erzeugen und so weiter. Und dann gibt es aber auch welche, die weiterführend sind. Also ich sehe zum Beispiel Paint Utils, die werden wir alle noch verwenden, um ein bisschen was auf dem Display zu malen. Es gibt Dance. Dance funktioniert auf einem normalen PC jetzt nicht so wirklich, aber wenn man später mit so einer Turtle arbeitet, dann fängt die an zu tanzen. Das probieren wir nachher mal aus, so ein kleines Easter Egg sozusagen und so weiter und so weiter. Aber schöner Hinweis, da gibt es einiges, ne? Es gibt Tom, einiges. Eine ja. Frage, wenn ich jetzt nicht so gut Englisch kann, was könnte ich denn machen, um mir die Sachen zu übersetzen? Kennst du eine gute Seite, mit der man gut übersetzen kann? Eine verdammt gute Frage, die du da stellst. Das eigentliche Kennst Problem... Du DeepL? DeepL? Deep Learning? Elf? Genau, das heißt deepl.com. Ja. Und es ist eine deutsche Webseite und die übersetzt total super. Soll ich das gleich mal live ausprobieren? Besser als Google Translate oder so. Willst du darauf... Willst du, dass ich das jetzt gleich ausprobiere? Könntest du es mal machen, weil dann könntest du mal ein Hilfsprogramm, also einfach mal Help, zum Beispiel, du könntest ja mal Help Dance mal machen und das dann dort einfach also mal eintippen und dann DeepL? Könnte man sich das übersetzen. Wenn man einfach kein Englisch kann, kann man das dann ganz leicht so rausfinden, was da Sache ist. Also DeepL. Genau. So mal so. Genau, und wenn jetzt da, genau, wenn man da Dance eingibt, dann kriegt man auf Tanz. So Change kann man Directory. Es geht auch mit ganzen Sätzen und so weiter. Einwandfrei. Das ist ein recht guter Hinweis, weil ist mir schon klar, dass das alles vielleicht, also auch das Wiki, das ich euch gleich zeigen werde, fürchte ich, das ist in der Tat ein Problem, ist natürlich Englisch, weil ich wollte euch ganz kurz das Computercraft-Wiki auch zeigen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da eine deutsche Übersetzung natürlich nicht. Die gibt es leider nicht, in der Tat. Also, guter Hinweis, das ist die Möglichkeit, euch weiterzubringen. Change Directory, was war noch an kniffligen Begrifflichkeiten? Lua, Monitors, Paint Utils. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Begrifflichkeiten. Nee. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Utils. Ha! Malwerkzeuge. Manchmal reicht ein Leerzeichen aus. In der Tat, ein guter Hinweis. Das merken wir uns. Translate from French, natürlich. Aber das macht keinen Unterschied, wie ich sehe. Okay, also die typische Hürde des Englischen leider. Ja, also da wird es natürlich schwierig in der Tat. Ich hau mich trotzdem mal durch, weil letztendlich ist die Menge an englischen Sachen, die man da lernen muss, überschaubar, mal abgesehen von der Dokumentation, weil diese Begrifflichkeiten, die wir hier verwenden, die ja, sind relativ schnell und eingängig. Man wird sehr schnell gar nicht mehr merken, dass es tatsächlich englische Begriffe sind, weil man benutzt sie einfach als Werkzeugbegriffe. Deshalb ist es war mir das zum Beispiel jetzt gar nicht mehr so präsent, dass Englisch ein Thema sein könnte. Gut, als letztes, bevor wir anfangen, mal echte Programme zu schreiben, aber machen wir vorher nochmal eine kleine Pause, möchte ich kurz noch zeigen, wie man mit Dateien darauf umgeht, weil was hier jetzt ganz spannend ist, ich kann neben der Tatsache, dass hier Ordner schon da sind, kann ich meine eigenen erstellen. Der entsprechende Befehl ist mkdir für make directory. Das Coole an der Sache ist, wenn man hier schon mal lostippt, dann sieht man eigentlich schon, also ich habe jetzt nur ein m eingetippt und ein k, dass ich sowas wie eine Autovervollständigung bzw. eine Hilfe kriege. Also in dem Moment, wo ich einen Begriff eingebe oder einen Buchstabe eingebe, wird mir ausgefüllt, was ich sehr wahrscheinlich meine. Das Problem an der Sache ist, dass es mehrere Optionen gibt. Also ich könnte gemeint haben, make directory. Ich könnte aber auch Monitor gemeint haben, move, mv, mkdir und so weiter. Also ich kann jetzt durchrotieren durch die Optionen, die mir zur Verfügung stehen. Ich will aber tatsächlich mkdir ausführen.
und kann jetzt einen Namen angeben für ein Verzeichnis, das ich selber anlegen möchte. Das nenne ich einfach mal Tom. Und wenn ich jetzt nochmal mit dir abfrage, was hier ist, dann habe ich Rom und Tom. Und kann jetzt, wenn ich das möchte, auch in dieses Tom-Verzeichnis reingehen. Da ist jetzt aber noch nichts drin. Ich werde jetzt mal ganz schnell diesen Editor verwenden, um eine Datei zu erzeugen. Schreibe jetzt aber noch nichts rein, sondern habe jetzt einfach nur die Datei erzeugt. Mach nochmal dir. Jetzt gibt es hier Test. Und wenn ich die jetzt wieder löschen will, dann kann ich Remove. Ich kopiere sie aber vorher. Ich kann die einfach kopieren, von Test nach Test 2 beispielsweise, und hätte jetzt eine Kopie gemacht. Und ich kann sie dann auch einfach wieder entfernen mit RM für Remove. Das ist quasi das englische Wort für löschen. Und kann Test 2 wieder löschen und da ist es dann wieder. Also wir können hier drinnen arbeiten wie in einem normalen Filesystem, was uns sehr, sehr viel hilft, wenn wir anfangen, jetzt nette Programme zu schreiben. Kleiner Seitenhieb an der Stelle vielleicht noch, wenn wir hier in Minecraft arbeiten, dann haben wir hier ein virtuelles Filesystem. Allerdings ist das Ganze kopiert oder im Prinzip als Spiegelung in unserem richtigen Filesystem zu finden. Und das möchte ich euch gerne zeigen, weil das ist nämlich ganz spannend, weil das einem die Hin- und Herkopiererei sehr schnell erleichtert. Wir haben ja eben noch diesen Safe-Folder editiert. Ihr erinnert euch, da haben wir das Safe-Game reinkopiert. Wenn ich dieses Verzeichnis mal aufmache, dann fällt einem ein Ordner auf, der heißt Computer. Und in Computer befinden sich, wenn man mal eine Weile damit gearbeitet hat, ganz, ganz viele Ordner mit einer fortlaufenden Zahl, 1 bis x. Und dieser Ordner repräsentiert jetzt effektiv meinen Computer. Um rauszufinden, wie das Ding hier heißt, ID einfach, glaube ich nur, kann man mit dem Befehl ID rausfinden, welche Nummer dieser Computer hier hat. Also wenn ich einen zweiten Computer neben dran stelle, hat der eine andere Nummer. Dieser hier ist Nummer 1. Das hätte ich mir jetzt auch denken können, nachdem es nur einen einzigen Ordner gibt. Und dort drinnen finde ich jetzt plötzlich diesen Ordner, den ich angelegt habe. Und ich finde da drinnen jetzt auch plötzlich eine Datei, die heißt Test. Also wir haben jetzt quasi das Äquivalent zu dem oder das Gleichwertige in unserem normalen Explorer, wie das, was wir in Computercraft haben. Und das ist, wird sehr, sehr schnell sehr praktisch werden, wenn wir Programme schreiben. Jetzt haben wir im Zusatzordner. Tom, Ja. ich unterbreche mal ganz kurz, weil ich krieg Ja. so mit, dass, glaube ich, ein paar Leute, für die ist es ganz schön schnell, was gerade passiert, weil ich glaube, die haben versucht, alles einfach nachzutippen, was du gemacht hast. Und das ist auch wirklich sehr schnell dafür. Wie sollen die das denn machen? Sollen die einfach lieber jetzt zugucken Ja, und dann unbedingt. später es nachmachen? Unbedingt habe ich natürlich nicht dazu gesagt, das tut mir leid. Idee ist jetzt, dass ich in dem Stream kurz nochmal aufarbeite, was in den einzelnen Lektionen zu sehen war. Also das ist eigentlich der Content aus den Videotrainings. Ich wollte nur nochmal durch und ein paar Sachen noch links und rechts erzählen. Also ihr braucht es hier nicht mittippen. Ich möchte einfach nur kurz nochmal den Inhalt der Videotrainings aufarbeiten. Und sollte euch da jetzt was auffallen, haut das gerne als Kommentar rein, aber ansonsten zurücklehnen und genießen natürlich. Also mitarbeiten ist, glaube ich, jetzt in der Kürze der Zeit, die uns zur Verfügung steht im Stream, einfach, glaube ich, nicht so wirklich sinnvoll. Also keine Panik, ihr müsst hier, so wie gestern und vorgestern auch, nicht mitarbeiten. Guter Hinweis. Ich würde es jetzt für jetzt auch erstmal belassen, würde kurz nochmal ein paar Minuten Pause machen. Und dann mit euch die ersten Skripte schreiben. Also im Moment haben wir ja eigentlich nur das Betriebssystem kennengelernt, also rausgefunden, wie kann man Dateien bewegen, wie kann man sich auf seinem Computer zurechtfinden, also wo ist was. Und im nächsten Schritt möchte ich gerne mit euch so ein paar erste Codezeilen schreiben, um den ersten Einstieg ins Programmieren eigentlich zu legen. Wenn das für euch okay ist, dann würde ich sagen, kurz nochmal Pinkelpause, kurz nochmal was trinken. Ganz wichtig, trinkt Leute, trinkt bei dem Wetter. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Ich würde sagen, 5 Minuten. Und dann Also, fangen mit wir. anderen Worten, um 17:10 in Ganz 5 Minuten genau. sind wir wieder hier. Dann treffen wir uns hier wieder und es fangen an zu coden. Bis gleich dann.
Hello zurück. Wir sind aus der Pause zurück. Der Patrick hat schnell noch was getrunken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist Ja, wichtig. genau. Trinken ist wichtig. Trinken ist Man wichtig. muss auch ein Trinken. bisschen so einen Hals schmieren und so, Ja, das, wenn man gerade Leute, aufs Klo geht. trinkt. Und wir steigen direkt ein in das Thema: Wie programmieren wir eigentlich in Computercraft, in Minecraft? Das heißt, ab jetzt geht's richtig los. Was wir bisher gemacht haben, ist einfach nur die Welt um uns herum zu verstehen, die Computer zu verstehen. Und jetzt fangen wir an zu programmieren. Wir steigen hier wieder ein und ja, haben ja eben schon ein erstes Programm geschrieben. Also geschrieben ist übertrieben, die erste Datei erzeugt. Ich habe festgestellt, ein paar haben es versucht zu rekonstruieren. Und es war ein bisschen schnell, weil mir ging es einfach nur darum, dass die Datei erzeugt wird. Aber ich zeige nochmal ganz kurz, wie wir in diesen Editor reinkommen. Es gibt den Befehl Edit, was die Kurzform von Editor ist, was die wiederum englische Version von Editor, Schreibwerkzeug, Bearbeiter ist. Und das Tool erlaubt uns jetzt das Editieren, also das Verändern von Dateien. Soll die Datei noch nicht da sein, dann wird sie einfach erzeugt. Das heißt, ich mache mit Edit Test 2 eine neue Datei auf. Das da ist unser Skriptfenster. Und hier drin coden wir jetzt auch. Und die sehr wahrscheinlich einfachste Aufgabe der Welt ist, etwas an den Bildschirm auszugeben. Und dafür verwenden wir einen Befehl, der heißt Print. Und wenn man jetzt lo schon lostippt, dann kriegt man schon auch hier wieder diese Autohilfe. Also in professionellen Entwicklertools heißt das IntelliSense, was bedeutet, wir kriegen Vorschläge, die an dieser Stelle sinnvoll sind. Und sinnvoll ist alles, was mit P anfängt, weil ich habe mit P angefangen zu tippen. Hier wäre Paint Utils, Pairs, Parallel, jede Menge Zeug. Wir brauchen Print. Und mit Print können wir jetzt im Prinzip schon irgendwas an den Bildschirm ausgeben. Ich fange mal ganz trivial an und sage, hey, lass uns doch mal eine Zahl ausgeben. 7 zum Beispiel. Ihr könnt an eurer Stelle natürlich auch eine 8 nehmen oder eine 12. Das steht euch völlig frei. Und ich schließe diese Klammer wieder und würde das Programm an der Stelle jetzt einfach mal speichern. Und hier unten steht schon Press Control to Access Menu. Das ist quasi, drücke die Steuerungstaste, um euer Menü in Zugriff zu bringen. Und ich drücke Steuerung und dann taucht hier eine Reihe von Optionen auf. In meinem Fall gibt es nur Save, was speichern bedeutet, und Exit, was rausgehen bedeutet. Im Advanced Computer oder auf der Turtle gibt es da noch ein paar andere Dinge. Wir begnügen uns mit denen, wir speichern das Programm und beenden das Ganze. Und jetzt haben wir ja, wie gesagt, dieses Programm angelegt. Test 2 heißt es. Und dieses Test 2 kann ich jetzt einfach ausführen, indem ich das jetzt hier an der Stelle eingebe. So wie wir die anderen Programme auch verwendet haben, verwenden wir jetzt Test 2 und geben eine 7 aus. Das ist eine großartige Leistung. Aber wir wollen mehr. Wir wollen ein bisschen was anderes machen. Wir wollen das Programm nochmal verändern. Also starte ich wieder Edit Test 2. In dem Fall existiert die Datei schon. Das bedeutet, wir editieren jetzt, was schon existiert. Um das jetzt hier ein bisschen cooler zu machen, ein bisschen zu erweitern, können wir hier abgefahrene Dinge tun. Wir können hier zum Beispiel unseren Ausdruck ändern, den wir hier haben. Und möglicherweise schon abgefahrene Additionen hier einführen. Also könnt ihr jetzt hier 7 plus 12 durchführen. Das ist eine sehr schwierige Addition und ich erwarte jetzt von meinem Computer, dass es von alleine ausrechnet. Was wir hier sehen, ist jetzt ein klassischer Ausdruck in der Programmierung. Das heißt, ich sage dem Computer, dass er bestimmte Aufgaben erledigen soll, nämlich dieses 7 plus 12. Der Computer wird das machen. Und was wir außerdem machen, wir verwenden das Ganze in einem Ausgabebefehl, nämlich Print. Print ist ein Befehl, den wir verwenden. Das ist also ein Befehl, den wir direkt an den Computer richten. Und hier gibt es jetzt eine kleine Besonderheit, die Programmiersprachen eigentlich durchgängig identisch machen. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Aber hinter einem Befehl kommt eigentlich immer eine Klammer auf. Das heißt, wir sagen, hey, gib was aus. Und die logische Frage ist jetzt, was denn? Und das was ergibt sich dann immer aus dem, was dann als zusätzliche Information mitgegeben wird. Und so sieht es bei normalen Befehlen üblicherweise aus. Wir sagen print, dann Klammer auf, dann sagen wir, was geprintet werden soll und schließen die Klammer wieder. Im Prinzip machen wir das mit allen Befehlen, die wir ausführen. Es gibt auch Befehle, die nehmen keine Parameter entgegen, aber auch die
arbeiten mit diesen Klammern, damit auch einfach auf den ersten Blick offensichtlich ist, also dass man sofort sieht, das hier ist ein Programm oder ein Befehl, den wir verwenden. Das heißt, das werde ich jetzt einfach mal so belassen. Oder besser noch, ich mache hier mal einen Fehler. Einfach, damit ihr seht, was passiert, wenn man sich nicht exakt an diese Schreibweise orientiert. Ich lasse mal so eine Klammer weg. Speichere das Ganze, weil euch jetzt vorzumachen, wie man es richtig macht, ist manchmal gar nicht so zielführend. Manchmal muss man einfach auch mal zeigen, was schief laufen kann, damit man weiß, wie man sich helfen kann. Ich starte also Test 2 und kriege jetzt hier eine Fehlermeldung, die mir sagt, in Spalte 14 wird eine Klammer expected. Doch die Fehlermeldungen sind blöderweise natürlich auf Englisch. Das heißt aber an der Stelle wird relativ klar gesagt, hinten expected, das Wort von erwartet, für erwartet. Das heißt, hier hinten steht relativ klar, dass unser Programm jetzt hier an der Stelle noch eine Klammer erwartet, die geschlossen wird. Was heißt denn String? Eine gute Frage. Das ist manchmal nicht so ganz klar. Test 2. Also das vorne hier sagt uns, dass es in Zeile Spalte 14 passiert. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch die Spalten abzählen. Das hier kann ich dir tatsächlich nicht wirklich sagen. Also viele Fehlermeldungen sind äußerst kryptisch. Ich gehe mal davon aus, dass mit dem String-Test 2 gemeint ist, dass es sich um das Script-Test 2 handelt, weil letztendlich da ja ein String drinnen ist. Muss ich jetzt an der Stelle leider auch sagen, I don't know. Weiß ich leider nicht so genau. Die 1 hinten dran ist letztendlich der Hinweis darauf, dass es in Zeile 1 passiert und dort eben diese Klammer zu erwartet wird. Also wir können jetzt eigentlich ziemlich genau in Test 2 hier abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hätte 14 erwartet, aber wenn wir das in 14 machen, würde das trotzdem funktionieren. So, das heißt, ich speichere das Ganze nochmal, schließe es wieder. Test 2 würde wieder funktionieren und sagt uns jetzt tatsächlich auch das Ergebnis unserer Addition. Gut, was kann Also die man. Ja. Summe, das heißt zusammengerechnet das erste und das zweite. Genau. Test 2. Wir können aber nicht nur Zahlen verarbeiten, sondern wir können, und das ist viel spannender, eigentlich auch Texte verarbeiten. Also wir könnten hier zum Beispiel das berühmte Hallo Welt ausgeben. Der Haken an dieser Sache ist jetzt nur, wir müssen dem Programm jetzt auch ersichtlich machen, dass es sich hierbei nicht um einen weiteren Befehl handelt, sondern man muss dem Programm auch sagen, dass es sich hierbei um eine Zeichenkette, ein String sozusagen handelt. Also das Wort String wird hier noch oft auftauchen. String ist das englische Wort für Zeichenkette. Wenn also irgendwas mit unseren Zeichenketten nicht passt, dann werden Fehlermeldungen uns über einen ominösen String halt informieren. Das heißt, ich sage hier print und muss jetzt meine Zeichenkette, die ich effektiv ausgeben will, in diesen Hochkommas oder Gänsefüßchen verpacken, damit das Programm auch weiß, dass es sich hierbei einfach um eine Zeichenkette handelt, die es gar nicht mehr versucht zu interpretieren. Also da wird jetzt gar nicht mehr überlegt, ui, ist Hallo vielleicht ein Befehl und muss ich hier irgendwas machen, sondern das Ding wird jetzt als Zeichenkette am Stück verwendet und verarbeitet von unserem Ausgabebefehl. Ich speichere und starte Test 2 und unser Programm wird sagen, Hallo Welt. So. Und jetzt haben wir schon bemerkt, dass unser Programm im Prinzip einen Unterschied macht zwischen Zeichenketten und Zahlen und dann gibt es noch ein paar andere Sorten Informationen. Das sind Dinge, die man normalerweise aus dem Wiki erfährt. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle aus Mangel an Zeit kurz euch nochmal einen kleinen Kickoff ins Wiki machen, ergeben. Keine Panik, die Informationen, wie das Wiki funktioniert, da gibt es in den Lektionen, in den Videos, die wir jetzt folgen werden, also die nach diesem Stream hier freigeschaltet werden, da gibt es dann weiterführende Infos. Der Patrick wird nämlich, und das ist so ein bisschen der Ausblick gleich, wird nämlich diese Skriptsprache hier verwenden, um mit dem Computer wirklich coole Sachen zu machen. Im Moment haben wir ja im Prinzip nur die Ausgabe verwendet und wer die Videos angeschaut hat, da haben wir auch noch ein bisschen mit der Eingabe gearbeitet. Also wir erlauben unserem Programm, das machen wir hier vielleicht doch mal ganz kurz noch, wir erlauben unserem Programm nämlich die, oh, ich glaube, Read war es, io.read. Ich muss leider selber raten, weil ich die Videotrainings gar nicht mehr präsent habe.
Ist das richtig, Patrick? Nee, ist nur Read. Einfach nur Es wird Read? auch nur Print, ja. Hab keine Eingabeaufforderung gekriegt. Was ich nämlich hier jetzt gerade tue, ich verwende nämlich jetzt keine Zeichenkette, ich verwende keine Zahl innerhalb des Parameters, sondern ich verwende einen weiteren Befehl. Und der Befehl lautet Read, was den Computer dazu anweist, vom User eine Eingabe einzufordern. Das heißt, wenn ich das Programm gleich starte, dann wird erstmal nichts passieren. Das Programm wird mich irgendwie nach Informationen fragen, beziehungsweise warten, bis ich irgendwas eingebe. Und ich gebe jetzt einfach was ein, zum Beispiel mein Name ist Tom, und bestätige das Ganze. Und mein Programm wird diese Information entgegennehmen mit Read und wird es dann an den Print-Befehl weitergeben und direkt wieder ausgeben. Wir haben jetzt also direkt schon eine Eingabe mit einer Ausgabe verknüpft. Das heißt, wir haben schon zwei Befehle in einer Zeile unseres Codes reingehauen. Und Tom, Ja. wir haben, glaube ich, schon ein paar Leute verloren. Also ich krieg so über die Chats so ein bisschen mit, wie Pandi HD, ist es zu schnell, dem Pandino ist es zu schnell, Yaripo ist es zu schnell. Die kommen nicht mehr hinterher. Die haben wahrscheinlich, ehrlich gesagt, auch vorher die Videos nicht geguckt, vermute ich jetzt mal. Vermute ich auch. Das wäre natürlich eine gute Sache gewesen. Juli, beim Juli, denen ist es auch zu schnell. Da Okay. müssen wir uns morgen was überlegen, dass wir das irgendwie ein bisschen anders machen. Entweder, dass einfach ihr wirklich vorher die Videos guckt, oder dass wir einfach langsamer vorangehen. Ich habe zum Beispiel selber auch gerade verpasst, wie man eine Datei erstellen kann, und jetzt kam es nicht mehr vor und ich kann jetzt auch nichts machen, weil ich weiß ja nicht, wie man eine Datei erstellt, zum Okay. Beispiel. Ja gut, dann müssen wir aber, das ist natürlich ein bisschen schwierig vom Konzept her, weil wir im Stream natürlich wenig Zeit haben. Wir können in den Streams Ja. eigentlich nicht mehr den kompletten Inhalt der Videos, deswegen machen wir diese im geteilten Modus, ja. Genau. Deshalb ist es natürlich für mich jetzt auch schwierig, ja, das Ganze so aufzuarbeiten, dass man es dann halt vollständig mitnimmt. Also dann müssen wir jetzt mal Genau. überlegen, ob wir, ja, also vielleicht ist dein Vorschlag, Uli, du hast ja gerade vorhin schon gesagt, dass wir mal kurz darauf hinweisen sollten, wie das Konzept Genau. grundsätzlich funktioniert, dass wir Also, das gleich ich machen. erzähle euch jetzt mal was. So, nämlich, es gibt, das heißt auf Englisch heißt es so, Flipped Classroom, das heißt der umgekehrte Klassenraum. Also, normalerweise ist es ja so, ihr kommt in der Schule, in die Schule, und in der Schule wird euch was erklärt. Und dann macht man das nach und nach gemeinsam. So kennt ihr das. Es gibt aber eine andere Variante, und die andere Variante ist eben das. Das heißt, ihr kriegt, bevor ihr in die Schule kommt, kriegt ihr Aufgaben, kriegt ihr vielleicht einen Text zu lesen, kriegt ihr irgendwelche Sachen, die ihr tun sollt. Und dann schaut ihr, dass ihr das macht. Und dann geht ihr in die Schule und in der Schule besprecht ihr nur noch, wie das war. Das heißt also, ihr kriegt praktisch die Hausaufgabe nicht nach der Stunde, sondern ihr kriegt die Hausaufgabe vor der Stunde. Und das machen wir auch so. Die Hausaufgabe ist praktisch, das Video von dem nächsten Tag, vom nächsten Tag anzugucken. Und dann habt ihr so viel Zeit, wie ihr wollt, anzugucken, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt Stopp machen. Da erklärt der Tom ganz genau, wie diese ganzen Befehle funktionieren. Und ihr könnt, habt ganz viel Zeit in eurer Geschwindigkeit zu gucken, wie das alles funktioniert. Und wenn ihr ein Problem habt und irgendwas nicht klappt, dann schreibt ihr euch das auf und sagt uns dann vor dem Livestream Bescheid, was nicht geklappt hat. Und wenn das bei mehreren Leuten nicht klappt, dann kann der Tom im Livestream genau auf das eingehen, was bei euch nicht geklappt hat, und kann es erklären. Nur wir hatten bisher überhaupt keine Fragen und wir hatten deswegen keine Fragen. Die Leute haben gesagt, ja, die Videos sind voll super, aber ihr habt ja meistens die Videos gar nicht angeschaut. Und jetzt seid ihr natürlich überfordert, weil der Tom ganz schnell erklärt, wie so ein Computer funktioniert. Aber das hat er ganz langsam erklärt in den Videos. Deswegen erst Videos alle gucken. Schön gucken, schauen, ob ihr was nicht kapiert. Völlig cool. Was ihr nicht kopiert, das besprechen wir dann nach im Stream. Habe ich das richtig ausgedrückt, Tom? Hast du es verstanden, Absolut. wie ich es erzählt habe? Ich habe es verstanden, ja. Ja, deswegen, also geht halt leider auch die Zeit aus. Das ist das Problem. Ich versuche halt im Stream euch nochmal zusammenzufassen, beziehungsweise auch nochmal ein paar Geschichten dazu zu erzählen, was in den Videos passiert ist. Auch das, was ich erzähle, ist nicht vollständig. Das sind einfach Ausschnitte von Dingen, die ich für wichtig halte, die ich einfach nochmal wiederholen will im Stream. Also ich kann im Stream eben diese Videos nicht ganz ersetzen. Ohne die Videos ist es natürlich ein bisschen schwierig.
Also verkürzt ausgedrückt, ihr könnt zwar einfach nur den Stream angucken, aber dann checkt ihr halt den nicht. Besser ist es, wirklich die Videos anzuschauen, immer die vom nächsten Tag. Das heißt, wir werden jetzt ja nach dem Kurs, also nach dem Livestream, werden wir die Videos vom nächsten Tag online stellen. Und wenn ihr euch die anschaut und natürlich auch die Videos davor schon gesehen habt, die von gestern, dann solltet ihr eigentlich mitkommen. Und dann macht dann auch wieder mehr Spaß, weil ihr dann einfach kapiert, was der Tom denn da so erzählt. Weil ihr schon wisst, ihr habt schon einen Computer gebaut, ihr wisst dann schon diese ganzen Befehle und dann seht ihr nur noch mal, wie das so funktioniert und könnt ihm Fragen stellen. Yay. Ganz genau. Deswegen, also für alle, die jetzt nicht so wirklich mitgekommen sind, guckt einfach vielleicht nochmal durch die Videos durch, die gestern online kamen. Keine Panik, für den heutigen Tag haben wir eigentlich relativ wenig Videos, weil der Patrick die Computer, die wir jetzt hier haben, eben nimmt und noch einen Drucker dran baut und noch einen Monitor dran baut. Also im Prinzip die Fähigkeiten des Computers um ein paar tolle Sachen erweitert. Das ist nicht allzu viel Videomaterial. Das heißt, ihr habt noch eine Chance, irgendwie nochmal in den Tag vorher reinzuschauen. Vielleicht dann nochmal ganz schnell durchzuscrollen und zu sehen, an welchen Stellen es hapert oder nicht. Wenn es dann auch immer noch Fragen gibt, ist gar kein Problem. Wir sind ja da in Discord und morgen auch wieder im Stream. Also sollte es notwendig sein, dann können wir morgen gerne auch nochmal einen Rückblick da hinein machen. Werden wir sehr wahrscheinlich, dadurch, dass wir morgen dann einfach nur in Anführungsstrichen Geräte anbinden. Von dem her ist jetzt alles noch gar nicht so schlimm. Vielleicht dann auch der ganz wichtige Hinweis, natürlich diese Hilfe zur Selbsthilfe ist natürlich auch ganz spannend. In dem Moment, wo man diese Befehle nicht permanent benutzt, ist es natürlich auch schwierig, sich die zu behalten. Deshalb ganz wichtig, wie es ja auch bei Minecraft das Wiki ist. Das Wiki ist im Prinzip der Hauptanlaufpunkt, wenn man mal nicht weiß, was man mit dem Block macht oder wie man irgendwas herstellt. So ist es dann bei Computercraft, also bei den Computern, auch das Wiki, was einem erlaubt, eine schöne Übersicht zu sehen über die verfügbaren Listen oder Befehle, die es zur Verfügung gibt. Und das ist im Prinzip dann auch ein bisschen so der Anker, wo man immer mal wieder auch nachschauen kann, wie Dinge funktionieren oder was überhaupt funktioniert. Deshalb vielleicht zum Abschluss noch einen kurzen Blick in dieses Wiki rein, einfach um einen Anhaltspunkt zu haben, was da alles geht. Weil ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, unser Programm hier noch ein bisschen zu erweitern, vor allem, weil uns ja auch ein bisschen die Zeit ausgeht. Deshalb kurzer Blick auf das Wiki, das ist jetzt Englisch, aber wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ha, der Uli hat nämlich mal ganz kurz das durch einen Google Translator geschickt. Und was uns da jetzt natürlich erwartet, ist eine automatisch übersetzte Webseite, die manchmal besser, manchmal schlechter Mach funktioniert. gerne noch mal größer, weil sonst kann man es, Ja, glaube oh ich, ja. nicht erkennen. Das heißt, der Link, den ich jetzt verwende, das war auch der gerade im Discord aufgetaucht ist. Ich würde vorschlagen, dass wir den auch im Blogartikel entsprechend verlinken. Haben wir das Computercraft Wiki automatisch übersetzen lassen von Google. Mal schauen. Computercraft ist ein Mod, das ist schon mal nicht schlecht. Der von dem und dem und dem. Das ist alles gar nicht so schlimm. Das passt also ganz gut. Und hier drinnen gibt es eben angefangen von ein paar Tutorials. Auch einfach Übersichtslisten, Programmliste beispielsweise, wo eben all diese Befehle, die wir da verwenden, auch nochmal leider übersetzt werden. Das ist ein bisschen schwierig. Das Original. Wenn man mit der Maus drüber geht, kriegt man das Original. Das heißt, der Befehl Copy beispielsweise hier erklärt wird. Tanzen, auch das haben wir hier wieder. Dance wird erklärt und ich kann hier drinnen nachschauen. Was bedeutet das eigentlich? Tanz ist eine eingebaute Programmschildkröte, die sie zum Tanzen bringt. Naja, gut, man kann ein bisschen erraten, um was es geht. Und der Befehl Tanzen würde hier wieder übersetzt ins Dance, würde die Schildkröte, also die Turtle, dazu bringen zu tanzen, zum Beispiel. Das heißt, das Wiki ist eure Anlaufstelle, wenn ihr mal wieder nicht wisst, wie ein bestimmter Befehl funktioniert, weil ihr seit 2 Wochen nicht verwendet habt, dann vergisst man solche Sachen auch immer. Das geht mir auch so. Auch ich muss dieses Wiki eigentlich habe ich permanent offen, um nachzuschauen, wie Dinge funktionieren. Also das ist auch Teil des Handwerkszeugs, wenn man Software entwickelt. Nicht nur jetzt in Computercraft, nicht nur in Minecraft, sondern ich denke, jeder, der jemanden kennt, der programmiert, der wird dem bestätigen, das Googlen von Problemen ist sowieso immer das A und O. Deshalb keine Panik, wenn ihr mal was nicht wisst, euch nicht mehr erinnern könnt. Die wichtigste Erkenntnis oder das wichtigste Wissen ist, zu wissen, wo man es wiederfindet. Das war, glaube ich, so ein bisschen mein Anker,
Anker-Erkenntnis, glaube ich, aus dem Studium, dass eben Dinge, man kann sich nicht alles merken, man kann ja eben nicht alles auswendig wissen, aber man muss einfach wissen, wo man diese Informationen wiederfindet. Und ich denke, das ist so ein bisschen das, Und was. da habt ihr gerade einen Vorteil, weil ihr müsst ja nicht alle Sachen, die ihr nicht wisst, selber googeln, sondern ihr könnt einfach, wenn ihr was beim Googeln nicht findet, beim Suchen nicht findet, könnt ihr das in unseren Let's Code Minecraft Chat reinschreiben auf Discord und dann helfen euch meistens andere. Entweder ihr euch gegenseitig, die anderen, die mitmachen beim Kurs, oder wir, die wir euch unterstützen. Also die von der Computerspielakademie oder der Tom oder der Patty. Und wir können euch helfen. Wir sind hier ein Team, alle zusammen. Und deswegen, ich will mich auch total nochmal bedanken, dass die Leute, die heute nicht so gut mitbekommen sind, das auch gesagt haben. Weil nur wenn ihr das sagt oder uns Sachen fragt, können wir euch richtig helfen. Deswegen nochmal vielen Dank von mir. Yeah! Gut gemacht, dass ihr gesagt habt, hey, das ist mir gerade zu schnell. Ganz genau. Das ist das Wichtigste. Auch das vielleicht so die zweitwichtigste Erkenntnis. Wenn es irgendwo hapert, immer Bescheid sagen, weil dafür sind wir da. Deshalb machen wir das auch live. Weil wenn du nur das Videotraining hättest, dann hängst du an der Stelle und kommst nicht weiter, weißt nicht, wen du fragen kannst. Deshalb die Kombination aus Videotraining und dem Livestream, dass wir einfach die Chance kriegen, Sachen aus dem Videotraining, die einfach vielleicht nicht ganz so schlüssig erklärt wurden, hier im Stream weiter aufzuarbeiten. Also auch hier wieder die Bitte. Wenn es irgendwo hapert, wenn es offene Fragen gibt oder vielleicht auch Ideen oder irgendwas, haut sie einfach in den Chat, haut sie zu uns. Davon lebt der Stream. So, aber der Stream ist auch zu Ende. Also die Zeit ist over. Das heißt, ich würde an der Stelle jetzt auch mal einen Punkt machen und sagen, lassen wir es gut sein für heute. Wir sehen uns ja auch morgen schon wieder, wenn es denn heißt, Let's Code Minecraft. Yay! Jo. Im Anschluss gibt es im. Oh, das mal so, damit man mich auch besser sieht. Im Anschluss des Streams gibt es wieder den Link in diesem Blogartikel. Wer die URL vergessen hat, live.letscodeminecraft.de. Dort findet ihr diesen Blogartikel, wo wir ja auch täglich die Aktualisierungen machen, wo wir auch diesen Stream, den ihr gerade jetzt live anschaut, später im Mitschnitt auch nochmal zur Verfügung stellt. Also, wenn ihr da auch nochmal nachschauen wollt. Diese Videos werden Teil dieser Playlist sein, die wir da haben. Und dann kann es eigentlich auch von eurer Seite schon wieder losgehen. Guckt gerne die Videos an, arbeitet da auch gerne mit, weil da hat es natürlich den Vorteil, ihr könnt auf Stopp drücken und die Sache einfach live auch mitentwickeln. Das ist natürlich der große Vorteil. Geht beim Livestream nicht. Das hat heute nicht so gut geklappt. Das glaube ich, habe ich auch nicht ordentlich gesagt. Im Livestream zurücklehnen, genießen und schwatzen lassen. Das ist der Modus hier. Mir hat es wieder riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden morgen. Was machen wir denn da? Mit Geräten arbeiten. Ich stehe jetzt hier auch schon im Wohnzimmer. Ich habe mich da jetzt gerade schon mal hingestellt, habe jetzt den Screen gewechselt. Das da ist die Stelle, wo wir in den Videos und auch morgen stehen werden, um endlich mal, ich denke, darauf hat jeder gewartet, einen Drucker anzubinden. Da kriegen wir nämlich einen großen Screen hin. Ja, wir haben es ja anfangs schon gesagt bei der Einführung. Hier fehlt einfach der Flatscreen. Hier fehlt einfach ein großer, großer Monitor, der uns Informationen anzeigen kann. Das wird der Patrick in den kommenden Videos machen. Und das werden wir uns morgen auch nochmal anschauen. Hier kommt ein riesen Monitor hin, hier kommt ein Drucker hin, hier kommt richtig Multimedia hin. Und die Sachen werden wir dann auch mit unseren Computern anprogrammieren können. Und darauf freue ich mich schon sehr. Tom, ich habe Ansonsten, noch eine Frage. Nämlich, kannst du vielleicht noch mal gerade in den Blog reingehen, also auf die Übersichtsseite und zeigen, wo ach genau so, die Videos sind? Weil Block. mir ist nämlich aufgefallen, dass, glaube ich, viele Leute denken, da ist immer pro Tag nur ein Video. Aber Ah, das good ist ja point. eine Playliste und da muss man weiterklicken, damit man die anderen Videos sieht. Ja, Kannst du das mal zeigen? kann ich wohl zeigen. Also die URL, damit wir es alle nochmal alle zusammen. Live.letscodeminecraft.de. Das ist eure zentrale Anlaufstelle für Informationen. Das war der initiale Blogartikel für, ja, für wie geht's los. Aber täglich kommen hier neue Blöcke hinzu. Tag 1. Kannst du es nochmal größer machen, dass der Text ein bisschen größer ist? Noch größer. Hui, ganz schön groß. Hier oben die einführenden Worte, aber hier Tag 1. Und was hier hinten da dran ist, das ist nicht nur ein Video, sondern hier oben, ihr seht, das ist eine YouTube-Playlist. Und hier gibt es für den Tag 1 das erste Kapitel,
Das Thema Alltag in der Minecraft-Welt. Wir bauen ein Gartenhaus und so weiter und so weiter. Dasselbe natürlich auch für Tag 2. Hier unser Gruppenfoto. Cool war's. Und Tag 2 hat auch wieder 8 verschiedene Videos. Und das sind im Prinzip die, wo ich genau diese Dinge jetzt nochmal erkläre, die wir jetzt gerade im Schnelldurchlauf, da muss ich ganz ehrlich sein, da haue ich natürlich ordentlich durch, im Schnelldurchlauf angeschaut haben. Die Videos gehen insgesamt nicht ganz eine Stunde. Das in 30 Minuten zusammenzufassen, sodass es dann nochmal nachvollziehbar ist, ist verdammt schwierig. Deshalb bitte, bitte kurzen Blick nochmal in diese Videos. Und hier unten wird dann in Kürze der Uli den Tag 3 freischalten mit der entsprechenden Playlist und vielleicht auch mit den passenden Links zu dem Computercraft-Wiki bzw. der deutschen Übersetzung dazu. Also auch, dass ihr da auch noch die passenden Informationen dazu findet. Gut, das wäre es von meiner Seite erstmal. Ich werde mich jetzt zurücklehnen. Es ist wunderschönes Wetter draußen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Patrick, Uli. Ihr werdet Feierabend machen auch? Ich denke auch, ja. Also ich tue jetzt erstmal die Sachen natürlich online stellen. Ja, klar. Dann schaue ich mir nochmal die Musikvideos an, die cool waren. Oh, richtig, da kamen Und jetzt dann nochmal mache ich auch neue. Feierabend, ja. Da kamen neue, die zeigen wir auf jeden Fall morgen im Stream. Die Musikvideos, die jetzt Super, nochmal dann gibt es nachträglich morgen kamen. schön was zu sehen. So ist es nämlich. Also dann, Und ich werde ich. es auch noch ein Ja. bisschen anders darstellen im Wiki, dass nämlich einfach jedes Video verlinkt ist, dass man es nicht übersehen kann, weil ich glaube, das haben ein paar Leute gemacht und das führt dann zu Verwirrung. Das kann Und natürlich die will sein, ich dass das nicht. passiert ist. Ja, das ist möglich, dass das passiert ist. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Infos braucht, hier und im Discord immer nicht scheuen, Fragen zu stellen. Bitte, bitte, bitte. Einfach keine Panik. Es gibt keine dämlichen Fragen. Es kann nur gemeinsam weitergehen. Von dem her, ich möchte euch jetzt einen wunderschönen Abend wünschen. Ich freue mich schon sehr auf morgen, weil, ja, Hardware anbinden ist der Hammer. Ich drücke euch die Daumen bei den Videos. Ich hoffe, es passt alles. Wenn nicht, wie gesagt, Fragen stellen. Und jetzt tschüss von meiner Seite. Tschüss von den anderen beiden, sehr wahrscheinlich auch. Ciao. Ciao. Ich Und winke, winke. frohes Schaffen.